Die Injektion an das Ganglionsstellatum des sympathischen Grenzstrangs gehört zu den ältesten Techniken der diagnostischen und therapeutischen Lokalanästhesie, sprich der Neuraltherapie. Sie gehört zu den Injektionen mit dem breitesten Indikation und Wirkungsspektrum, insbesondere bei Erkrankungen im Kopfbereich in der oberen Körperregion. Nun die Frage, wozu machen wir das? Zunächst einmal, eine weitläufige Indikation sind alle zerebralen Durchblutungsstörungen, Hirnschadensymptome, Schwindel, Kopfschmerzen verschiedenster Art, mannigfaltiger Art, Durchblutungsstörungen der Zentralarterien, auch der Retina, Herpes Zoster, Ophthalmikus, Schädel, Hirntraumata, Tinnitus und Neuralgien insbesondere. Sehr erfolgreich hat sich diese Therapie in meiner Praxis bewährt nach Diskopathien, also nach bandscheibenbedingten Erkrankungen. Die Injektion findet quasi von der anatomischen Seite her statt, indem wir das Ganglionsstellatum innerhalb der Lamina prävertebralis, Fascia cervicalis aufsuchen, also sprich vor der prävertebralen Muskulatur, oberhalb des Musculus longus colli und auf Höhe des ersten Köpfchens der Rippe einstechen. Die Injektion ist in der Regel für den Patienten schmerzarm. Nach der Injektion kommt es zu einem passagieren Auftreten eines Horner-Syndromen-Komplex, also eine Ptosis, das Lid hängt, eine Myosis und ein Enophthalmus auf derselben Seite. Rötung des Auges, versteigte konjunktivale Durchblutung auf der homolateralen Seite. Wärmegefühl in der gesamten Kopfregion, im oberen Körperviertel sowie verstärkte Durchblutung der Haut in diesem Bereich. Eventuell finden wir auch das Gefühl von Verstopfung auf der seitengleichen Nasenhälfte. Insgesamt eine sehr segensreiche Therapie, die leider Gottes in der klassischen Schulmedizin überhaupt keine Anwendung findet. Die Gründe hier sind wie folgt: entweder Naivität, Unwissenheit oder einfach Ignoranz. Thank you.